Hallo Leute, heute werden wir mal ein schickes Möbel aus ein bisschen Massivholz bauen. Wie ich das Ganze baue, zeige ich euch in diesem Video. Das hier dient quasi zum Nachbauen, damit ihr halt eben einfach die Maße auch in der Werkstatt haben könnt. Als Material für das heutige Projekt werde ich hier dieses Buchenholz benutzen. Das Spezielle daran ist, dass die beidseitig besäumt ist, zusätzlich geschliffen und dazu noch beidseitig besäumt. Bedeutet, ihr könnt das eigentlich direkt durch eure Dickenhobelmaschine packen und habt da ein schön frisch gehobeltes Brett für eure Arbeiten. Falls ihr darauf Lust habt, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Das hier sind nämlich genau exakt Stücke, die bei uns im Regal liegen, auf einen Meter vorgeschnitten, damit ihr halt eben einfach das Ganze handeln könnt und es auch gut zu euch nach Hause geschickt werden kann. Und genauso geht es jetzt auch los. Einmal durch die Dickenhobelmaschine ein paar Streifen schneiden, damit wir ein bisschen schickes Leimholz herstellen können. Das erste Brett ist jetzt schon mal in der Rahmenpresse drin. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Philipp, du hast doch eine Rahmenpresse, warum sind da so viele normalen Schraubzwingen dran? Das hat im Prinzip zwei Gründe, werde ich euch einmal fix erklären. Der erste Grund hat gar nicht mal so viel mit der Rahmenpresse zu tun. Wir haben ja hier relativ viele dünne Leisten zugeschnitten und wann immer man solche dünnen Leisten verleimt, ist es wichtig, relativ viele Schraubzwingen zu benutzen, denn man kann regelrecht sehen, dass wenn ich nur hier und hier zwinge, in der Mitte der Holzklamm noch nicht aneinander gepresst wird. Das liegt daran, dass die Leisten so dünn sind und eben ein bisschen mehr Biegung vertragen können. Das passiert bei dickerem Material nicht so schnell. Wenn wir zum Beispiel 40er Eiche oder was auch immer verleimen, da ist einfach das Material so stabil, dass weniger Schraubzwingen ausreichen. Der zweite Grund ist, dass ich euch zeigen wollte, dass es auch mit zwei Stempeln funktioniert. In der Mitte ist einfach ein Teil, dass die Bretter, wie gerade angesprochen, nicht schief werden. Und jetzt habe ich noch drei Zwingen über, für auf der anderen Seite zu verleimen. Deswegen werde ich jetzt einmal die Rahmenpresse drehen, damit ich nochmal eine neue Verleimfläche schaffe. Wann immer man die Rahmenpresse jetzt bewegt, muss man natürlich aufpassen. Solche Schraubzwingen, wenn die unter Spannung sind, kann es sein, dass sie runterfliegen, weil die oben sehr, sehr wenig Material haben, wo sie aufdrücken. Also hier unbedingt aufpassen und ganz besonders gefährdet ist bei so einer Aufgabe immer, oder sind immer eure Zähne. Das hat auch in dem Fall nichts mit der Rahmenpresse zu tun. Das könnte auch passieren, wenn ihr ein Brett habt, hebt das Brett hoch und dann löst sich eine Schraubzwinge. Also ich drehe jetzt mal vorsichtig die Rahmenpresse. So einfach geht's. Jetzt haben wir in Windeseile eine neue Pressfläche geschaffen. Und jetzt holen wir uns noch den dritten Stempel, der übergeblieben ist. Den kann ich mir von der Rückseite jetzt auf die Vorderseite legen. Dann brauche ich ja ein paar weniger normale Zwingen. Ich habe ein eigenes Video darüber gemacht, welche Änderungen noch anstehen. Zum Beispiel das, was ihr jetzt gerade hier seht. Das wird nämlich noch geändert. Deswegen würde ich euch bitten, schaut euch dieses Video an. Dann habt ihr ganz viel Input, was hier an der Rahmenpresse halt eben noch passiert. Den Rest machen wir gleich. Jetzt bereiten wir erstmal den Leim vor. Da kommt jetzt noch Klebeband drüber, weil noch kein Lack auf der Rahmenpresse ist. Jetzt können wir unsere Niederhalter auflegen. Unten die Auflagen sind extra sehr, sehr breit, damit man das so einfach festspannen kann. Jetzt können wir das Ganze zusammenpressen. Das habe ich eben angesprochen. Hier sieht es noch nicht so ideal aus von der Pressfläche. Deswegen kommt hier jetzt noch jeweils eine Schraubzwinge dazwischen. Schauen wir mal, ob wir hier einen Unterschied erkennen können. Ich setze mal die Schraubzwinge an. Jetzt ziehe ich das Ganze mal hier an. Wenig Holzleim. Naja, sehen wir dann morgen. Wir warten jetzt natürlich nicht so lange, bis der Holzleim abgebunden hat. Wir werden uns als mal um den nächsten Arbeitsschritt kümmern. Ja, im Bauplan habe ich euch runde Füße eingezeichnet. Die habe ich euch eingezeichnet, weil ich eine Drechselbank habe. Wenn ihr keine Drechselbank habt, könnt ihr sie natürlich auch rechteckig machen. Wir werden jetzt einmal so ein bisschen Holz zuschneiden. Und dieser Plan gilt natürlich auch nicht als absolute Vorgabe. Ich weiche jetzt auch schon leicht aus. Ich habe nämlich für die Beine 44 mm eingezeichnet. Okay, das kommt doch hin. Also ja, in dem Fall machen wir es genau, wie im Plan steht. Ich habe die 5-Grad-Gärung jetzt doch direkt an das Holz geschnitten, bevor wir es drechseln. Dann können wir das einfacher und genauer schneiden. Ich markiere mir jetzt einmal die Mitte. Und jetzt markiere ich mir noch eine Sache. Wenn wir uns das Holz ansehen, sehen wir, dass die Schräge bzw. die Neigung in diese Richtung verläuft. Das markiere ich mir jetzt, damit ich später bei der Montage einfacher die Teile ausrichten kann. Denn wenn die später rund sind und gedrechselt sind, dann ist das nicht mehr so einfach. Jetzt haben wir es markiert und jetzt können wir später einfacher montieren.
Jetzt markiere ich noch hier die Seite mit einer Mitte-Markierung und dann geht's ab zur Drechselbank. Ihr werdet sicherlich wissen, dass ich Drechselkurse gebe. Das will ich auch gar nicht mehr so breitschlagen. Schaut dafür einfach in die Videobeschreibung. Und wenn da der Termin nicht passt, könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben. Da können wir zusammen einen Termin finden, damit ihr auch Zeit habt. Und eine Sache, die ich bei den Drechselkursen jetzt schon sehr, sehr oft gehört habe. Ja, welche Drechselbank ist gut? Was mache ich? Worauf sollte ich achten? Und so weiter und so fort. Und so eine Drechselbank kann relativ teuer sein, gerade wenn man sich dann noch das Werkzeug zulegen möchte. Deswegen haben wir mittlerweile 4 Größen an Drechselbänken im Sortiment, die ihr mieten könnt, mit einer anschließenden Übernahme als Möglichkeit. Ihr könnt sie aber auch wieder abgeben. Ist für euch das Schöne, ihr könnt so ein Teil benutzen, 6, 12, 18 oder 24 Monate lang. Und wenn er sagt, okay, die ist nicht groß genug, könnt ihr so einfach zurückschicken. Und wenn er dann sagt, ihr wollt eine größere, habt ihr da einfach die Möglichkeit, das auch einfach wieder abzugeben. Wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, nach der jeweiligen Laufzeit das Teil zu übernehmen. Das spart auch noch zusätzlich ein bisschen Geld. Wenn da jemand Interesse hat, schreibt uns einfach eine E-Mail, da lassen wir euch dann den Flyer zukommen. Wir spannen jetzt alles einmal ein und dann legen wir mal los. Die Gärung packe ich nach links. Hoppala. Ups, falsch rum. Die Bretter sind verleimt, wir werden sie jetzt mal für den Zuschnitt vorbereiten. Wir müssen einen Falz anfräsen, damit wir auch später eine Rückwand reinbekommen. Das machen wir am Frästisch. Das Schöne an Buchenholz ist übrigens, dass das Holz beim Fräsen von so einem Falz nicht so schnell reißt. Normalerweise habe ich hier immer recht starke Ausnüsse, weil der Fräser bei mir tatsächlich auch nicht mehr so der schärfste ist. Aber bei Buchenholz hat das wirklich problemfrei funktioniert. Wir haben hier übrigens alles in einer Bahn rund gefräst. Einfach, dass wir ja, das einfacher machen können, dann lässt sich es einfach ein bisschen besser schleifen. Die Kantenbearbeitung ist auch relativ wichtig, denn das sieht man später relativ schnell. Wenn da die Oberfläche dann drauf ist, dass da halt irgendwie ja, Zeit gespart wurde. Sagen wir es mal so. Wir haben die Bretter jetzt vorbereitet und jetzt müssen wir natürlich unseren Kasten auch so entsprechend gleich miteinander verleimen. Bedeuten, wir müssen die Teile zuschneiden. Da gibt es jetzt im Prinzip eine Sache, die könnte man beachten, wenn man darauf Wert legt. Und zwar ist es eine durchlaufende Maserung, dass wir halt eben das Ganze so zusammenklappen, dass die Maserung umlaufend durchläuft. Jetzt ist es in dem Fall so, das ist Buchenholz, das ist sehr, sehr homogen. Wir haben hier vielleicht einen Fehler, aber ansonsten ist dieses Material so homogen, dass es gar nicht richtig auffällt, wenn wir darauf halt eben nicht achten. Der nächste Punkt ist halt auch eben, dass wir sehr, sehr viel Fläche später gar nicht mehr sehen, weil dort halt eben das nächste Regalteil angesetzt wird. Bedeutet, wir schneiden jetzt die Teile hier auf 90 Grad zur Länge und danach schneiden wir als erstes unsere 45 Grad Teile an. Dann können wir einfach ein bisschen Material, wobei theoretisch können wir ein bisschen, oder können wir Material sparen? Ja, in dem Fall können wir Material sparen, weil wir halt eben hier nicht die Gärung so stehen haben und müssen dann nochmal entgegengesetzt das Ganze schneiden. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Und für euch als Information, wie viel Material habe ich gebraucht, weil natürlich ist alles immer ein Kostenfaktor, für mich Material ja natürlich auch. Bis dato habe ich für die Tischbeine und halt eben für diese 4 Konsolen 3 Bohlen mit jeweils 1 Meter Länge verarbeitet und für so ein schickes Möbel ist das an Materialkosten durchaus überschaubar. Wie gesagt, rede ich jetzt nicht davon, weil wir es halt eben verkaufen, sondern weil ich sonst, wenn ich selber Möbel baue, auch immer Material kaufe. Von daher können wir jetzt loslegen, das Ganze abzulenken. Als nächstes können wir das Teil mal verleimen. Ich schleife dann nur einmal innen drin die Kanten, die sind ein bisschen scharfkantig, damit die nämlich scharfkantig sind.
Hier diesen Schleifgriff kann ich euch übrigens empfehlen. Könnt ihr normales Exzenterschleiferpapier draufpacken. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, nicht das günstigste Schleifpapier für diesen Einsatz, aber zumindest mal der einfachste, weil das hier hat man normalerweise immer vorrätig. Es geht in dem Fall nur hier um die Kante, wenn man da so drüber greift. Das ist recht scharfkantig. Deswegen schleifen wir das einmal ein bisschen runter. Ich schätze, dass alle wissen, wie man Gärungen verleimt. Eine Sache kann man hier vielleicht erwähnen. Ich benutze hier POR-Kleber, einfach weil der anders funktioniert. Das ist kein Holzleim, der quasi so in die oberste Schicht einzieht, vor wieder die Dreileim. Das ist halt eben Polyurethankleber. Da sollte dann also auch die Stirnseite verklebbar sein, weil normalerweise ist ja immer die Regel, Längsholz auf Längsholz hält, Stirnholz auf Stirnholz oder Stirnholz auf Längsholz hält nicht. Das sollte auf jeden Fall ein gutes Stück besser funktionieren. Deswegen POR-Kleber. Ich verlinke euch den Leim, könnt ihr bei uns auch bestellen. Hoppla. Pang was mal aus, hätte ich gesagt. Als nächstes kommt ja ein relativ entscheidender Punkt. Dafür ist so eine Planung auch immer ganz gut, denn wir möchten natürlich, dass das Ganze später im Prinzip waagerecht steht, aber die einzelnen Konsolen will ich so ein bisschen versetzen, damit das halt eben ein bisschen cooler aussieht. Und dafür habe ich hier in der Zeichnung die Bemaßung gemacht, wo diese Kästen von oben nach unten oder wie man es halt eben sehen möchte, wo die halt eben sein sollen. Der Kasten ist unsere Ausgangsbasis, dann wollen wir hier 16 mm Luft. Von diesem Kasten zu diesem möchten wir 41 mm Luft und von diesem zu diesem brauchen wir 57, damit unsere Montagepunkte links und rechts eben sind und wir halt eben ein gerade stehendes Regal haben. Da werde ich mal jetzt einmal ein paar Streifen herschneiden. Jetzt geht es so langsam in die heiße Phase. Ich werde mal die ersten Korpusse verleimen und dann zeige ich es euch gleich im Detail. So, ich schnappe mir jetzt hier einfach ein bisschen Holzleim, wirklich nicht zu viel, weil sonst rutscht das wieder so rum wie gerade. Und das verteile ich jetzt einmal. Die ersten zwei Teile habe ich einfach miteinander verleimt. Ich habe das jetzt rechtwinklig hier an meiner Bank ausgerichtet, unten bündig und links auch bündig, damit ich halt eben weiß, dass da, wo die Beine später drankommen, dass das halt im besten Fall nicht kippelt. Rechts das lasse ich jetzt einmal so und hier gebe ich jetzt einmal ein bisschen Holzleim drauf. Ja, und dann können wir das ausrichten. Und dann passt im besten Fall alles einmal. Das Teil nehmen wir uns jetzt einmal und dann legen wir das hier so bei. Jetzt können wir mal die Füße dran machen. Das ist mein Akkuschrauber. Akkuschrauber ist weg. Aus dem Küchenbau habe ich gelernt, dass man die Rückwände nicht direkt je nach Projekt einbauen sollte, einfach um die Oberfläche noch passend drauf zu bringen. Das werde ich auch hier anwenden. Bedeutet, wir werden jetzt einmal alles mit dem Kontoholz Universalöl ölen. Das ist ein nicht entflammbares Öl oder nicht selbst entflammbares Öl. Stinkt nicht, riecht nicht. Es funktioniert einfach wunderbar. Und nachdem wir es geölt haben, dann werden wir später die Rückwände reinpacken. So kommen wir jetzt einfach überall ein bisschen besser dran. Ich durfte euch jetzt einmal von A bis Z zeigen, was es alles bedarf, um hier dieses schicke Regal zu bauen. Schaut auch unbedingt in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch den kostenlosen Bauplan. Da habt ihr einfach eine Übersicht mit den ganzen Maßen, wo ihr ungefähr anfangen müsst. Ihr seht, im Endeffekt habe ich mich
nicht an alle Maße gehalten. Ich habe die Seitenwangen zum Beispiel nur 13 mm breit gemacht anstatt 20 mm. Und die Abstände hier von diesen Teilen habe ich auch ein bisschen abgeändert. Aber jetzt wisst ihr einmal Bescheid, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch natürlich das Material. Würde mich freuen, wenn ihr das bei uns bestellen würdet. Bis zum nächsten Video. Tschüss.